T-Tech kennen die meisten von euch noch von dieser Aussage hier. Eine klitzekleine Selbstschuld. Dieses Video, in dem er Opfern von sexueller Belästigung eine Teilschuld zuspricht, ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Und ihr könnt euch sicherlich denken, dass es nicht so besonders gut ankam. Fast ein Jahr später hat er jetzt endlich ein Statement zu der Sache veröffentlicht. Und es kam mal wieder nicht so besonders gut an. Ob das jetzt nur Prinzip-Hate ist oder sein Statement wirklich unzureichend war, wollen wir uns in diesem Video anschauen. Am Anfang seines Videos sagt er das hier. Ich hatte schon damals meine dämliche Aussage bezüglich der Teilschuld reflektiert. Der Grund, warum ich das damals nicht so klar kommuniziert habe, ist, weil es einfach viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ich habe Scheiße gelabert, sorry. Soweit erstmal in Ordnung. Dazu würde auch passen, dass T-Tech damals im Gespräch mit mir vor ca. 5 Monaten der Frage weitgehend ausgewichen ist. Aber der Täter, der die Tat begeht, ist immer noch zu 100% an der Tat schuld. Ja, der Täter hat es ja begangen, ne? Ja, aber dann geht doch vom Opfer keine Teilschuld aus. Ich hatte schon mal gesagt, ich werde nicht viel groß auf dieses Thema eingehen. Ich werde ein paar Sachen, da werde ich was zu sagen. Zu den meisten Sachen aber nicht. Ich fand das damals auch ein bisschen seltsam und vor allem unklug, sich gar nicht dazu zu äußern, weil ich schätze mal, die meisten sind dann einfach davon ausgegangen, dass er immer noch hinter der Aussage steht. Aber das Wichtigste ist doch eigentlich, was er jetzt dazu sagt. Also, welche Aussagen von mir waren damals tatsächlich falsch? Ich sprach damals von einer klitzekleinen Teilschuld, wenn Frauen sich durch Naivität in Lagen bringen, wo sie sexuell belästigt werden. Das und nur das war damals meine Aussage gewesen. Und die ist absolut dumm gewesen. Ein Opfer trägt natürlich niemals Schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Und das ist auch erstmal vollkommen korrekt und ich bin sehr froh, dass T-Tech das eingesehen hat. Das Opfer trägt niemals eine Schuld an der Tat, die ihm angetan wird. Andersrum würde die Kausalkette ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Der Täter entscheidet ja, wer zum Opfer wird und macht sich damit selber zum Täter. Andersrum ergibt das überhaupt keinen Sinn. Allerdings war das nicht alles, was T-Tech in seinem Video gesagt hat. Denn danach verteidigt er sich noch für ein paar, seiner Meinung nach, falschen Anschuldigungen gegen ihn. Und manche werden das, was ich als nächstes sage, ein bisschen kindisch finden, kann ich auch verstehen, aber lass es mich erklären. Ich möchte nämlich betonen, dass ich mich nur bei den Personen entschuldige, die ich auch damals mitgemeint habe. Um mal ein Beispiel zu nennen, bei welcher Person ich mich nicht entschuldige, weil sie schon damals nie mitgemeint war. Der Kommentar, den Traymond damals in seinem Video genutzt hat. Denn diese Dame spricht davon, mit 11 missbraucht worden zu sein und interpretiert es so, dass ich ihr damals auch eine Teilschuld zugesprochen hätte. Also wirklich nichts an der Situation von der Kommentarschreiberin entsprach dem, was ich damals in meinem Video gesagt habe. Ich verstehe zwar ein wenig, was T-Tech hier meint, allerdings ergibt, was er sagt, trotzdem nicht besonders viel Sinn, und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, man kann sich auch dafür entschuldigen, dass man Sachen unklar ausdrückt, so dass sich eben auch falsche Personen angesprochen fühlen. Zweitens ergibt seine Aussage auch logisch nicht besonders viel Sinn, weil warum soll man jetzt bei dem einen Fall eine Teilschuld haben und bei dem anderen nicht? Das wäre ja wenn dann ein fließender Übergang. Und Spoiler, man kann daraus niemals eine Teilschuld ableiten, das sieht T-Tech aber mittlerweile ja selber auch so. Als nächstes zeigt T-Tech einen Ausschnitt von Yasmin Gnu aus einem Video von ihr über ihn. Das war so unglaublich umständlich formuliert. Sie sagt direkt am Anfang des Videos das hier. Was haltet ihr von einem präventiven Lockdown für Frauen? Denn Frauen sollen sich ja schließlich vor gefährlichen Situationen fernhalten. Und diese Aussagen habe ich mir übrigens nicht ausgedacht. Was Gnu hier gemacht hat, ist eine ziemlich offensichtliche Übertreibung, um zu zeigen, dass dieser Gedanke zu Ende gedacht heißen könnte, dass man nur noch zu Hause bleiben darf, wenn man eben keine Teilschuld haben möchte an der Tat, die an einem begangen wird. Das ist jetzt zwar ein Dammbruchargument, aber tatsächlich kein ganz schlechtes. T-Tech hat nämlich nicht klar aufgezeigt, bei welchen Taten man aus welchen Gründen auch immer eine Teilschuld haben soll. Also es wären ja dann immer Graustufen und man hätte zumindest, wenn man sich nicht perfekt schützt, also in einen Bunker oder so einschließt, eine minimale Teilschuld von wenigen Prozent, Promille, was auch immer. In einem späteren Video hat er dazu nur noch das hier gesagt. In meinem Video habe ich damals ganz bewusst nie über Vergenusswurzelung gesprochen. Die Begründung, warum man aber in manchen Fällen jetzt von einer Teilschuld sprechen kann und in anderen nicht, fehlt hier. Aber eine klare Linie gibt es ja dann in T-Techs Weltbild nicht, ab der man eine Teilschuld hat. Und dementsprechend hat die Argumentation von Gnu, wenn auch verkürzt, an der Stelle Sinn ergeben. Ganz kurz, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da, schaut auch bei Ko-fi vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber zu diesem gesamten Thema hat Traymond auch eine sehr interessante Sache gesagt. Mit dem Rechtfertigungsversuch, den Thomas in seinem neuen Video an den Tag legt, beweist er effektiv eine unglaublich peinliche Denkfaulheit. Denn nach ihm müssen Frauen ja damit rechnen, in Clubs belästigt zu werden, wenn sie feiern gehen. Müssen sie es eher erwarten, wenn sie im Club feiern gehen?
Leider ja. Die Wahrheit ist leider, Belästigung und noch viel Schlimmeres kommt am häufigsten außerhalb des Clubs vor. Dass ein Thomas hier vehement über die Verantwortung und die Naivität und die klugen oder unklugen Entscheidungen von Frauen im Kontext von feiern gehen sprechen möchte, ist eine unglaublich unnötige und peinliche Strohmann-Argumentation. Denn das ist nicht das Problem. Das ist leider ein klassischer Fall von, man muss Statistiken nicht nur lesen, sondern auch richtig interpretieren können. Um diese Statistik nämlich aussagekräftig zu machen, bräuchten wir meiner Meinung nach hier eine Zeitachse. In Traymans Quelle steht hier nur etwas von, Missbrauch findet größtenteils im nahen sozialen Umfeld statt. Was alleine für sich genommen keine besonders starke Aussage ist, da die durchschnittliche Person ja auch deutlich mehr Zeit im nahen sozialen Umfeld verbringt als in Clubs. Wenn man diese Zeitachse da rauslässt, ergibt die Statistik keinen Sinn. Das ist genauso, wie wenn man sagen würde, die durchschnittliche Person stirbt ja häufiger bei einem Autounfall als bei einem Fallschirmsprung. Ist es deswegen genauso gefährlich, einen Fallschirmsprung zu machen, wie einmal mit dem Auto zu fahren? Logischerweise nicht. Man muss das ja schon irgendwie in Relation setzen. Zudem und eigentlich noch viel wichtiger wird in Traymans Quelle hier wieder explizit von Minderjährigen gesprochen, obwohl T-Tech bereits gesagt hatte, dass er diese mit seiner Aussage nicht mitmeinte. Heißt das jetzt, dass man selber daran schuld ist, wenn man in einen Club geht und dort sexuell belästigt wird oder Schlimmeres? Logischerweise nicht, der Täter begeht die Tat ja immer noch von alleine. Allerdings kann man schon argumentieren, dass man an prinzipiell gefährlicheren Orten prinzipiell vorsichtiger sein sollte. Und im Vorhinein Tipps zu geben, wie zum Beispiel sein Getränk im Auge zu behalten, hat nichts mit Victim Blaming zu tun. Allerdings muss das immer präventiv geschehen. Sowas einer Person zu sagen, der bereits etwas passiert ist, ist absolut ekelhaft. Und ich glaube, hier liegt auch der aktuelle Denkfehler von T-Tech. Die Prämisse anzugreifen, dass es eher gefährliche oder eher ungefährliche Situationen gibt, beziehungsweise man nichts machen kann, um sich etwas besser zu schützen, ist falsch. Es gibt eher gefährliche und eher ungefährliche Situationen. Und es gibt Dinge, die man machen kann, um sich besser vor Taten zu schützen. Wobei man hier ganz klar dazu sagen muss, das sind natürlich nur Tendenzen. Also man kann in der gefährlichsten Situation überhaupt nichts abbekommen und in der sichersten das Schlimmste. Da muss man natürlich ganz klar nochmal unterscheiden. Das heißt jedoch nicht, dass man ein Opfer rückwirkend damit konfrontieren sollte, wie ich eben bereits gesagt habe. Bei T-Tech jedoch war erstens das Problem, dass er eben eine Teilschuld zugesprochen hat, was absolut gar nichts damit zu tun hat, wie wir eben schon besprochen haben. Und zweitens, dass das erste Video zu dem Thema war, wie man sich besser vor sowas schützen kann, indem man rückwirkend Opfern erklärt hat, dass sie naiv sind, wenn sie eben in eine prinzipiell eher etwas gefährlichere Situation gegangen sind. Das wirkt dann einfach nicht glaubwürdig. Ich persönlich mag T-Tech auch, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, wir hatten privat Kontakt und öffentlich gesprochen, aber in diesem Thema verrennt er sich einfach komplett. Man hätte es hier bei der Entschuldigung belassen können und diese kleinen Punkte, die er hier in dem Video noch weiterhin verteidigt, einfach rauslassen können. Natürlich ist es ärgerlich, wenn einem Sachen in den Mund gelegt werden, die man nie so gesagt hat. Allerdings sind das auch alles eher kleine und irrelevante Punkte. Und alles baut auf der Aussage von T-Tech auf, klitzekleine Selbstschuld, die absolut dämlich und widerlich war, was er ja mittlerweile auch eingesehen hat. Dementsprechend finde ich es auch nicht sinnvoll, wenn man sich am Anfang für die Aussage entschuldigt, was sehr, sehr gut ist und die auch korrigiert, aber danach für irgendwelche irrelevanten Punkte rechtfertigt, die ein Jahr später eigentlich niemanden mehr interessieren. Allerdings fand ich das Antwortvideo von Traymond auch nicht so besonders gut. Beispielsweise die Statistik hat nichts zweifelsfrei belegt, dass es in einem Club nicht gefährlicher ist als an anderen Orten. Ich konnte auch nicht das Gegenteil beweisen, aber zumindest folgt das nicht logisch aus der Statistik. Und dieser Punkt hier von Traymond ergibt auch nicht so besonders viel Sinn. Wenn du für deine Position, für deine Argumentation Ben Shapiro nehmen musst. If somebody commits a sexual assault, the only person to blame is the person who commits the sexual assault, right? That right off the bat. And victims are not to blame for their own sexual assault. I also think that if you put yourself in a risky situation, then you've put yourself in a risky situation, right? We do this every day, right? Every day we make decisions about what sort of situations to put ourselves in. Vielleicht hast du dich einfach nur in deiner Fahrlässigkeit und in deiner Unreflektiertheit gar nicht wirklich mit dem Ideenführer auseinandergesetzt, den du hier bereitwillig in die Debatte mit eingefügt hast. Er bezeichnet Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen, als Babykiller und setzt Schwangerschaftsabbrüche mit Kindesmördern gleich. Diesen Menschen willst du also mit seinem Gedankengut in diese Debatte einbringen? Ich persönlich würde mir Gedanken über meinen Content machen, wenn nur rechtslehnende, chronisch unzufriedene, untervögelte, unreflektierte, jammernde,
Basement-Dweller mir zustimmen. Also er geht jetzt ad hominem-mäßig auf Ben Shapiro, obwohl das gar nicht Teil der Debatte ist, wie er jetzt zur Abtreibung eingestellt ist oder ob er politisch rechts ist. Was mich an dem Clip gestört hat, ist, dass es viel zu allgemein formuliert ist und so wirkt, als könnte man immer genau abschätzen, wie gefährlich jetzt eine Situation ist und man sich immer perfekt schützen könnte. Das war das, was mich an diesem Clip gestört hat und das konnte man auch argumentativ angreifen. Aber jetzt auf die Person einzugehen, ist einfach kein besonders gutes Argument. Schreibt eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, bleibt bitte höflich und respektvoll, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hab Scheiße gelabert, sorry.